Congratulations. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. The term begins soon. We will be awaiting your owl. Ja, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Hogwarts Mystery. Und wir sitzen hier anscheinend immer noch mit Ben. Ich weiß gar nicht, was unsere Quest war, weil ich musste jetzt natürlich wieder warten. Aber ich glaube, wir lernen den letzten Duellzauber oder den nächsten vielmehr. Den letzten für dieses Kapitel. Ich bin mal gespannt, wie viel ich heute wieder warten muss. Ich hoffe nicht allzu viel. Was ist das hier? Ah, jetzt haben wir ihn auch. Ja, cool. Die zwei Gryffindors haben wir schon und wahrscheinlich werden wir in diesem, im ersten Jahr auch noch Penny Haywood als Freund gewinnen. Und danach Bill Weasley, da freue ich mich drauf. Dann treffen wir uns nochmal mit Ron. Oh, ach da sind wir, das ist Ron. Der einzige hier im Gemeinschaftsraum, da ist irgendwie nie was los. Ich habe den perfekten Zauber für dich im Buch der Duelle gefunden, Nix. Der Kitzefluch, Rictus Semper. Oh ja, gerne. Kitzefluch, ich wollte einen Zauber, mit dem ich Myrula blamieren kann. Unter hilflosen Gelächter auf dem Boden herumzurollen, ist echt blamabel, Nix. Glaub mir, ich verstehe etwas davon. Das haben wohl schon Leute bei ihm getestet, wa? Okay, dann probieren wir doch mal Rictus Semper zu lernen. Wie ging dieser Zauber nochmal? Der Zauber ging etwa so. Okay, was hat Ron denn zu sagen? Hören wir doch mal, wie er geht. Also im Harry Potter Spiel bringt einem den ja Lockhart bei sogar, ne? Und das ist schon... Oh, man kann sich auch bewegen, das wusste ich gar nicht. Hör, was ist denn hier aufgeploppt? Nix wahrscheinlich. Und das ist schon ein Zeichen, wenn sogar Lockhart einem diesen Spruch beibringen kann, dann kann er nicht so kompliziert sein. Hier steht, ich muss meinen Zauberstab so bewegen. Ich weiß jetzt sogar noch... So eine komische Form war das im Spiel. Oh, das Feedback anhören, das verbraucht zu viel Energie. Fester zugreifen und schon eher. Das fühlt sich besser an. Was kann ich hier machen? Ausruhen? Nee, hier wird nicht ausgeruht. Hier wird Gas gegeben. Boah, das schaffen wir doch nicht, oder? Von der Energie her. Ausruhen oder die Technik besprechen, jawohl. Weil Rowan ist der Meister von allem, der weiß das. Obwohl schon mal jemand ein Wort falsch ausgesprochen hat und versehentlich einen neuen Zauber erfunden hat. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch stelle. Ich meine, wahrscheinlich, meistens passiert wahrscheinlich gar nichts, wenn man es falsch ausspricht. Vermute ich mal. Du solltest auf mich hören. Ja, mache ich doch. Jung, ich habe noch viel Energie. Wann lädt's auf? In 4 Minuten. Dann machen wir erstmal das hier. Oh, die Pause tut gut. Ja, das glaube ich. Das Problem, was ich jetzt sehe, ist, dass ich auch wieder Pause machen muss. Ach Mann, du ey. Meine Energie reicht nicht. Ich habe zwar eine Menge Gems, aber ich werde mir jetzt nichts kaufen. Ist natürlich jetzt 4 Minuten gespielt, da stoße ich schon wieder auf ein Hindernis. Naja, gut. Ich mache hier eine kurze Pause und einen kurzen Schnitt. So, da sind wir wieder. Ich hoffe mal... Das reicht von der Energie. 8 Stück haben wir jetzt. Da müssen wir die Haltung üben. Es gibt uns einen Stern. Gut, bleib so stehen. Und jetzt irgendwas, was 4 kostet? Ja, guck mal. 5 nehmen? Wie 5 nehmen? Was soll ich mir denn da nehmen? Naja, gut. Wir nehmen uns 5. Wie man das halt so macht. Keine Müdigkeit vorschützen, nix. Oh, verdammt, das wird nicht reichen, oder? Zuhören? Komm schon. Nein. Rowan, warum? Ich hasse mein Leben. Alle 4 Minuten erhältst du einen Energiepunkt. Ja, toll. Kann ich mir auch 2 Energie nehmen? Kaufen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ach Mann. Ja, es haben tatsächlich noch 2 Energie gefehlt. Aber ich glaube, ich hab's jetzt raus. Probier den Zauber aus. Jetzt bin ich mal gespannt, was man jetzt zeichnet. Ah nee, wir sind noch gar nicht fertig. Och nö. In Position gehen. Da haben wir noch Energie für. Und reicht das? Nee.
Okay, Rictus Simp. Ach du Scheiße. Hallo? Ja, ich hab verkackt, aus Versehen habe ich losgelassen. Weil es geleckt hat. Aber jetzt haben wir es geschafft. Das ist ein kompliziertes Symbol. Aber das war gut. Und 5 Sterne, was auch sonst. Kriegen wir natürlich keine Auspunkte für, wenn wir das bei Roan lernen. Ich glaube, du hast den Kitzelfluch gelernt, Nix. Probier ihn aus. Am besten an dir. Jawohl. Wird vielleicht nicht besonders stark, aber Waldbauern sind zäh. Waldbauern? Ich werde deinen urkomischen Zaubern widerstehen. Solltest du den Zauberspruch nicht erst testen, bevor du dich mit Merula duellierst? Klar. Was sind denn Waldbauern? Der hat immer einen neuen Job, der Typ. Ich möchte dich nicht verletzen, aber ich muss diesen Zauber ausprobieren, bevor ich mich mit Merula duelliere. Auf die Plätze, fertig, kitzeln. Okay, wieder dieses komplizierte Ding. Aber kriegen wir hin. Rectus Semper. Oh. Jawohl, hat geklappt. Ich platze vor Lachen. Schöne Sounds. Tut mir leid, Roan. Kein Problem. Ich freue mich schon auf Merulas Gesicht, wenn du sie damit im Duell verzauberst. Ich mich auch. Und anstatt, dass er danach irgendwie den Fluch mal abklingen lässt oder so, den aufhebt. Nee, nee. Schön weiter den Roan kitzeln. Ach, haben wir das noch nicht geschafft, hier den Mega-Power-Trank? Das ist natürlich ungünstig, jetzt haben wir nämlich keine Energie mehr. Aber hier, Dobby gibt uns eine. Ha. Hau ab, Dobby. Aber was haben wir denn hier? Wir haben den doch schon mal gebraut. Oder habe ich das nicht zu Ende gemacht? Ah. Hallo, Roan. Ich werde Merula im Auge behalten, um sicherzustellen, dass sie sich nicht wieder an deinen Zaubertränken zu schaffen macht. Nix. Alter, was brauchen die denn da hinten? Sieht ja übelst sick aus. Das Snape, hier sind ganz viele. Willkommen zurück im Zaubertrankunterricht, Nix. Du hast eine weitere Chance, dich als Versager zu präsentieren. Warum sitzen wir denn auch zu zweit am Slytherin-Tisch? Das ist doch voll dumm. Also viele Slytherins in diesem Jahrgang sind, ey. Vermassel bloß den heutigen Zaubertrank nicht, Nix. Du hast Gryffindor schon genug Hauspunkte gekostet. Aber das ist doch gar kein Gryffindor, oder? Das sind alle Slytherins hier. Was ist denn das? Stimmt es, dass wir heute lernen, den Mega-Power-Trank zu brauen, Professor Snape? Das stimmt. Wenn sie einen Fehler machen, möchte ich mir nicht noch eine unwürdige Ausrede anhören müssen. Ich habe gehört, dass der Mega-Power-Trank nützlich für Duelle ist. Ich hoffe wirklich, dass sie die Schulregeln brechen, indem sie sich duellieren, Nix. Dann hätte ich endlich einen Grund, sie loszuwerden. Und jetzt setzen sie sich und halten den Mund. Haben wir den aber denn nicht schon gebraut, den Mega-Power-Trank? Heute werden sie lernen, den Mega-Power-Trank zu brauen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Dieser mächtige Heiltrank kann Verletzungen heilen oder den Effekt eines Schlafmittels umkehren. Gibt es da später noch so ein richtig krasses Duellsystem oder wie sieht das aus? Weil irgendwie, man lernt ja schon recht viel. Seien Sie besonders vorsichtig mit dem Faultiergehirnschleim. Genau, Nix. Ist ja nicht gerade so, als ob du zu viel Gehirn hättest. Ja, Schatz feiert. Okay. Verdammt, das hätten wir ja längst mal machen können. Ich dachte, wir hätten das schon geschafft. Jetzt haben wir natürlich keine Energie. Wie teuer ist das? 30 Energie, wie viel brauche ich denn? 2x10 reicht ja eigentlich. Ja, komm. Scheiß drauf. Das machen wir jetzt noch. Den Mega-Power-Trank brauen. Ich brauche die Diamanten ja sowieso nicht eigentlich. Vorführung. Der Unterricht beginnt. Wir beginnen mit einer Demonstration des Brauens eines Mega-Power-Tranks. Kommen Sie an meinen Tisch. Oh, mit rotem Zeug. Das ist der Faultiergehirnschleim wahrscheinlich. Gibt's auch im 6. Spiel. Gucken wir mal, wie toll er das da reinkippt, ey. Richtiger Meister. Ja, machst du gut, Snape. Guck mal, nur Slytherins in diesem Kurs. Aber alle schreiben fleißig mit. Da hinten, was ist mit ihr? Und mit den beiden. Hier sind ja nur Slytherins, das ist ja der Hammer.
Und dieser komische Ben ist nicht da. Das wundert mich tatsächlich ziemlich. Ich frage mich, wer den Mega-Power-Trank erfunden hat. Mut. Always Mut. Das ist wichtig. Es ist äußerst wichtig, alle Zutaten im Auge zu behalten. Konzentrieren Sie sich. Wie sieht's denn da aus? Immer noch Vierter. Oh. Ja, ich war gerade im Menü, Snape. Das, oh nein, ich hab's verbuggt, oder? Nee, doch nicht. Nach Salamanderblut suchen. Wo ist mein Salamanderblut? Nix, bitte hilf mir mehr zu finden. Ich hab das Konzentrieren jetzt voll verkackt aus Versehen. Weil ich gerade meine Werte angeguckt habe. Wissen, das ist fast auf Level 3. Empathie ist ziemlich hoch, obwohl ich eigentlich überhaupt nichts Empathisches mache. Dann suchen wir mal für Roan. Da hinten steckt irgendwas fest. Da wühlen wir erstmal, was das ist. Nessel, Molch und irgendwas anderes. Boah, 1000? Ja, natürlich. 1000 Gold ist ja wohl der Shit. Ich sehe etwas, aber ich kann nicht erkennen, ob es Salamanderblut oder Iguanablut ist. Mach mal etwas Licht. Oh, das kann ich. Ja, das ist ja cool. Jetzt muss man hier alles, was man gelernt hat, erstmal anwenden. Alumos ist unser Zauber. Den benutzen wir immer. Für Duelle, für sonst was. Für alles. Und um Licht zu machen. Hey, 10 Punkte. Das reicht zum Aufstieg, oder? Nicht? Wow, einer. Nein, keine Energie. Bereit machen, Salamanderblut zuzugeben. Vergewissere dich, dass wir alles Nötige für den Mega-Power-Trank haben und füge dann die Zutaten hinzu. Ich weiß nicht, haben wir denn alles? Ich weiß ja nicht, was da reinkommt. Sieht aber gut aus, was du machst. Erzähl mir mal, wie man das tut. Was da reinkommt. Im Buch steht nichts davon, dass mein Zaubertrank zu derartigem Schlamm wird. Ja, das glaube ich auch nicht, dass das so richtig ist. Boah, Snape wollte irgendwas mit Flubberwurmschleim erklären. Boah, 40 Wissen. Ja, 40 Wissen ist eine Menge. Okay, jetzt müssen wir Salamanderblut reingeben. Ganz einfach. Machen wir. Ich meine, beim Reinkippen kann man ja nicht so viel falsch machen. Warum gibt es da verschiedene Flaschen und ich kipp trotzdem einfach alle rein, die verschieden abgemessen. Oh, anscheinend doch nicht. War genug. Ne, Roan? Freut dich, oder? Noch mehr Wissen, perfekt. Ich hoffe, es reicht von der Energie. Ich vermute nicht. Wiegen der Löwenfischgräten vorbereiten. Kommen Sie einzeln nach vorne und wiegen Sie Ihre Löwenfischgräten. Nix, Sie sind an der Reihe. Natürlich, ich muss wieder anfangen, ne? Schön wieder vorführen. Notizen überprüfen und ansehen. Ja, erstmal die Waage ansehen ist schon mal nicht schlecht. Was eine schöne Waage. Und die Hogwarts-Schüler haben diese Waage verwendet. Macht doch nix. So eine Waage geht jetzt nicht unbedingt kaputt. Aber die Menge muss exakt stimmen, da hat Roan recht. Mal gucken, wie viel rein muss. Und wiegen tun wir gar nicht mehr, sondern es reicht einfach so. Jetzt ist die Frage, Juwelen oder Gold? Ich gehe mit Juwelen. Mal schauen. Ich muss meine Löwenfischgräten abwiegen. Das sieht cool aus. Was auch mal ein Löwenfisch ist. Ich will ihm nicht begegnen, wenn er solche Stacheln hat. So, da tun wir wieder drauf. Boah, sind die schwer. Alter. Oh, reicht nicht. Da muss noch mehr rein. Auch wenn du dich freust, da muss noch mehr drauf. Das ist doch gar nicht im Gleichgewicht. Wie wiegt der denn ab? Rühren Sie weiter. Keine Fehler. Ich erwarte Perfektion. Ich erwarte Energie. Wir haben nur noch 4. Das wird knapp. Analysieren kostet 2, zuhören kostet 3. Schau mir zu, vielleicht lernst du dabei was. Analysieren mit 2, untersuchen mit 2. Ah, wir haben nicht genug. Und das wird auch nicht reichen, glaube ich. Ja, das ist ein Stress hier. Da kann ich jetzt auch... Cool, die habe ich schon einen von, da habe ich noch 0 von. Ja, ich brauche 3 Energie. Vermute ich mal. Na gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Weiter geht's. Wir haben jetzt 5 Energie. Das reicht. Hoffentlich.
erstmal untersucht. Der Trank hat sich verfärbt. Ich kann also mit dem nächsten Schritt weitermachen. Und das ist der Finale. Zack. Perfekt. Oh, 40 ist eine Menge. 50 Gold ist ja nix. Wir nehmen 40 Empathie. Ich bin fast mit dem Mega-Power-Trank fertig. Jetzt muss ich nur noch gegen den Uhrzeigersinn rühren. Oh, das ist ja schon eine Herausforderung. Und die Gräten reintun. Oh, du Scheiße. Okay. Haben wir hingekriegt, das Rühren. Wer jetzt explodiert der wieder? Weil die da wieder was reingetan hat. Die alte Merula. Der Typ, ey. Wie der immer am Gucken ist. Das war doch eine ganz gute Stunde. Für unsere Verhältnisse. Aber schlimmer als die letzte könnte es auch nicht werden. Yay, Mega Power Trank. Gelernt. Und sogar noch 3 Hauspunkte von Snape gekriegt. Was ist da denn los? Das ist natürlich nice. Oh. Wow, Nix, dein Trank sieht perfekt aus. Das sieht ganz passabel aus. Miss Knights Gebräu ist jedenfalls tadellos. Danke, Professor Snape. Snape fragt, ist Merula verspotten oder Snape besänftigen? Was? Mein Trank ist genauso gut wie ihrer. Oh no, das war nicht die richtige Antwort. Oh oh. Unterrichten vielleicht Sie jetzt Zaubertränke, Nix? Vielleicht sollte ich es sein. Oh Gott. Nachsitzen, Extreme. Eigentlich wollte ich Gryffindor Hauspunkte abziehen. Aber stattdessen werde ich mir die Zeit für eine sehr viel schmerzhaftere Bestrafung nehmen. Professor Snape erkennt einen perfekten Trank, wenn er ihn sieht. Und jedem ist klar, dass du eine Schande bist, Nix. Tut mir leid, Nix. Snape und Merula haben dich wirklich auf dem Kieker. Ich mache mir keine Gedanken um Snape und Merula. Alles, was wichtig ist, ist, dass ich meinen Bruder und die verwunschenen Verliese finde. Jetzt fange ich auch schon so an. You make the hardest task look easy. Danke, Mr. Erzähler. Wir haben das Kapitel 4 abgeschlossen. Oh, das Duell. Mit dem ganzen Arsenal von Zaubern und Tränken bereitest du dich auf deine unausweichliche Revanche gegen Merula Snight vor. Ja, dann wollen wir mal. Auch Angelika wieder. Sehen wir, was du gelernt hast. Du findest mich auf dem Trainingsgelände. Alles klar. Dann machen wir die mal fertig. Jetzt lernen wir wahrscheinlich wirklich, wie man sich duelliert, wa? Was haben wir denn hier gekriegt? Neue Frisur? Zum Kauf wahrscheinlich, ne? Naja. 15.000 für so ein Fukuhila-Ding da. Why? Das ist viel zu viel. So viel werde ich niemals haben. Und was haben wir hier gekriegt? Irgendwelche Hemden. Schick. Werde ich auch niemals haben, so viel. Was ist hier? Ah, den Mega-Power-Trank. Leute, ich bin der Meinung, dass wir den schon mal gemacht haben. Ich verstehe es nicht ganz. Ein komplexer und ziemlich berühmter Heiltrank. Ja, das finde ich aber echt cool, dass die Zauber und Tränke aus den anderen Spielen quasi eingebaut haben. Die ja so nicht im Buch und auch nicht im Film vorkommen. Aber halt in den Spielen von EA. Na, wo ist Angelika? Ah, da ist Angelika. Endlich bist du zurück. Hast du einen Duellzauber gelernt? Ich habe Recto Sempra und Expelliarmus gelernt. Ich kann alles. Den Kitzezauber und den Entwaffnungszauber. Ich bin beeindruckt. Ich werde euch Duelle beibringen, indem ihr euch miteinander duelliert. Ich möchte Rowan nicht verletzen. Ja doch, ich mach den fertig. Ich möchte mich nicht verletzen. Ich möchte nicht, dass ihr euch verletzt. Aber nur so lernt ihr euch zu duellieren. Fangen wir an. Wahrscheinlich dürfen wir das jetzt gerade sogar, weil die Vertrauensschülerin ist. Die hat wahrscheinlich die Macht, uns das zu erlauben. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Du beginnst gleich dein erstes Duell. Deine Duellstärke hängt von deinem Attributwert ab. Okay. Gegen Rowan brauchen wir nicht viel, logischerweise. Ist auch ein Lappen. Ah. Schere, Stein, Papier mäßig. Es gibt 3 Haltungen. Hinterhältig,
defensiv und aggressiv. Zu Beginn wählen du und dein Gegner jeweils eine Haltung aus. Warum muss ich das jetzt machen? Ja, wir wollen ja drauf. Wir sind ja der Stärkere. Was hat er gemacht? Hinterhältig. Aggressiv ist stärker als hinterhältig. Da bist du an der Reihe. Das habe ich verstanden. Da war ja dieser Kreis da. Ich will eine der folgenden Aktionen. Fiole werfen. Fiole werfen? Warum ist das dann schon Stein? Mittlere Verringerung der gegnerischen Ausdauer. Und Expiamus. Mittlere Verringerung der gegnerischen Ausdauer. Chance auf schwache Betäubung. Ja, ist ja wohl besser. Okay, Expiamus. Hau ihm den Zauberstab weg. Ha! Oh nein, er hat ihn gefangen. Deine Aktionen haben größeren Einfluss, wenn deine Attributwerte ausreichend hoch sind. Aber er ist betäubt. Ah, okay. Machen wir mal defensiv. Ha, schon wieder geschlagen. Rowan, du Lappen. Nix kannst du. Größere Heilung über Zeit brauchen wir nicht. Also werfe ich eine Fiole. Richtig krasser Wurf. War richtig stark. Er ist fast down. Wir haben Rowan fast. Na komm, nehmen wir nochmal hinterhältig als letztes. Oh, er schlägt uns. Shit. Stärker als deine, da ist er am Zug. Ja, das weiß, habe ich verstanden. Er hat auch Expiamus natürlich gelernt. Aber wir haben auch gefangen. Glück gehabt. Betäubt für eine Runde. Bis eine weitere Runde betäubt. Das ist nicht gut. Drauf. Verdammt. Rowan, du Sack. Der besiegt uns hier. Ne, der heilt sich erstmal. Nee. Hat die Fiole geworfen. Aua. Was ist das für ein Zauberduell, wenn wir uns hier mit Sachen bewerfen? Und warum hört die Brücke da hinten auf? Ich gehe aggressiv drauf. Und was passiert jetzt? Unentschieden. Wenn du deinen Gegner dieselbe Haltung wählst, kommt niemand in die Reihe. Der sie mir. Oh, das ist ja scheiße. Also Rowan. Ha, jetzt aber. Jetzt mache ich den fertig. Das ist also quasi nur Glück. Ob man an der Reihe ist oder nicht, wa? Und jetzt verlierst du deinen Zauberstab, Junge. Ja, aber er hat immer noch gefangen. Aber er ist down. Ja. Wir stellen uns einfach mal vor, er hat ihn verloren. Gib ein bisschen XP. Geht's dir gut, Rowan? Hallo, warum? Keine Sorge, nix. Ich nehme gerne einige Kratzer in Kauf, um Duelle zu lernen. So schlimm war das jetzt auch nicht, dass du da deinen Zauberstab verloren hast. Gut gemacht. Jetzt könnt ihr euch beide verteidigen und euch als für Gryffindor würdig erweisen. Und euch als für Gryffindor würdig erweisen. Ich glaube nicht. Und wenn ich weiter trainiere, kann ich Marulas Schikane ein Ende bereiten. Ja, die kann flippen nur, da muss man aufpassen. Das ist ein kranker Zauber. Ja. Du übst deine Duellzauber, wie ich sehe, nix. Viel Glück. Beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, werde ich bereit sein. Was heißt denn ansehen? Ah, okay. Ja, da müssen wir natürlich wieder warten. Aber wir haben auch noch die Sidequest, Wingardium Leviosa zu lernen. Ein sehr nützlicher Zauber, den wir definitiv brauchen werden. Von Flitwick. Na, dann wollen wir mal. Vielleicht gibt es da zwei Lektionen, dass es beim Zaubertrank auch zwei Lektionen gab und ich das nicht geblickt habe oder so. Aber sicher bin ich mir nicht. Das Klassenzimmer sieht echt gemütlich aus. Ich glaube, Zauberkunst ist echt ein entspannter Unterricht. Ja, jetzt ist die Frage. Ich meine, wir haben volle Energie. Schaffen wir 8 Stunden? Ich probiere es einfach mal aus. Ob wir das hinkriegen mit voller Energie. Erklären. Ich habe eine Lektion zu einem sehr wichtigen Thema vorbereitet. Alle mal zuhören. Zu einem sehr, sehr wichtigen Thema. Oh, das kostet alles viel. Scheiße. Aber mal gucken, was er zu sagen hat. Diesen Trick habe ich gelernt, als ich Schüler in Hogwarts war. Ach du Scheiße, kostet das viel und dauert das ewig. Mit offenen Augen träumen? Ja, ja. Wenn ich mir für den Froschchor bewerbe, gibt mir Professor Flitwick vielleicht eine bessere Note. Boah, das sind die Tricks. Mal gucken, wie er das macht. Arroganter Gryffindor. Diesem ritterlichen Haus anzugehören bedeutet, dass man mit allem durchkommt. Eigentlich nicht. Rowan ist in diesem Fach dauernd nur am Lächeln. Hier, guck mal, wenigstens eine Sache, die er kann. Genau zusehen. Jawohl. Professor Flitwick ist unglaublich gut. Wer hätte das gedacht? Oh. Das ist ja alles nicht viel. Ich habe so viel Gold, ich gehe auf Attribute.
Die bringen einem immer was. Ich habe eine Frage für Sie. Mit welchem dieser Zaubersprüche kann ein Gegenstand herbeigezaubert werden? Okay, das ist cool. Das sind die ersten Fragen, wo man wirklich das nicht einfach nur dumm ableiten kann, sondern ein bisschen Wissen braucht. Ist natürlich nicht so schwer. Incendio verbrennt, Depulso stößt weg. Ist natürlich Aktio. Das wissen wir. Damit haben wir die Unterrichtseinheit schon mal bestanden, glaube ich. Können wir noch Bonussterne ergattern? Vorführung. Schüler, die gut aufpassen, haben es nachher leichter mit Zaubersprüchen. Schaut mir zu. Wie viel haben wir denn noch? Oh! Alter, Flitwick. Du alter Meister. Nicken. Machst du gut, Flitwick, machst du gut. Sehr interessant. Neron, was sagst du denn dazu? Ich habe meine Initialien unter den Schreibtisch geritzt. Verrate es niemandem. Besser als das Kaugummi dahin zu kleben. Das ist nämlich absolut ekelhaft. Da kann er lieber seine Initialien reinritzen. Reinblättern. Eine Vielzahl von magischen Effekten sind noch unerforscht. Das werde ich mir erstmal notieren. Diese krasse Aussage. Die Beziehung zwischen Zauberer und Zauberstab ist entscheidend für die Zauber. Joa. Oh, das geht noch. Ich habe mich vom Gedanken an Quidditch ablenken lassen. Jetzt haben wir noch einen. Das wird nicht reichen, ne? Ne. Ne. Huch. Nach Roan fragen. Tja. Altbekannte Probleme. Ich würde sagen, ich mache die aber einfach so fertig, diese Unterrichtsstunde hier. Oder vielmehr, ich gucke in 8 Stunden nochmal rein oder so. Und dann sehen wir uns, wenn das alles hier vorbei ist. Ich hätte nicht so lange nehmen sollen.